Meine Damen und Herren, die Lizenzentscheidung steht unmittelbar bevor. Nicht ganz unmittelbar, aber in diesem Video werden Sie sehen, was entschieden wird. Können Sie uns schon denken, aber wir warten mal ab. Wir haben den besten Anwalt. Die Argumente haben wir nicht unbedingt auf unserer Seite. Wir sehen hier, das Kreditlimit ändert sich, je nachdem, welche Transfers wir abschließen. Sanchez ist in 3 Tagen wieder fit. Wir besuchen ihn nochmal vor der Vertragsverhandlung. Wir haben hier nichts mehr. Die Disco verkauft. So. Freut sich über den Besuch. Herr Glesner von Cottbus bietet 3,9 Millionen. Sie haben doch mit dem Vucinovic-Transfer sich eine goldene Nase verdient. Können Sie doch mal ein bisschen mehr bieten. Der Mann ist über 8 Millionen Euro wert, 24 Jahre. Teenie-Star. Warum ist er als 24-Jähriger ein Teenie-Star? Sieht er so jung aus? Muss er noch einen Ausweis zeigen beim Bier kaufen? Er ist langsam. Er hat einen geprellten, dicken Onkel. Er ist 8,16 Millionen wert. Spielt erst seit kurzem hier in Leverkusen. Er ist beidfüßig, würde ihn ungern gehen lassen, aber wir müssen jetzt kurz vor dem Lizenzentscheid nochmal ein Zeichen setzen, ob das einen Unterschied macht oder nicht. 4,1 Millionen, das ist mir zu wenig, Herr Glesner. Und dann werden wir uns doch nicht einig. 5 Millionen hätte ich mindestens haben wollen. Champions League, Halbfinale. Augsburg spielt 0-0 gegen Wolfsburg. Ich meine, wir sollten jetzt vielleicht auch nicht alle guten Spieler gehen lassen, aber wie gesagt, ab 5 Millionen Euro hätte ich mit mir reden lassen. Euroleague. Huddersfield soll jetzt wenigstens den Titel holen, gewinnen auch 2-1 gegen Lyon. Wir spielen in Nürnberg, da kennt man doch noch. Hier kennt man tatsächlich noch jeden von dieser Elf, hier kenne ich jeden. Hallo, wie geht's? Geboro, Stärke 10 mittlerweile. So. Will Nürnberg mich nicht zurückholen, wenn ich gefeuert werde, aber jetzt noch nicht spekulieren. So, Vucinovic ist noch verletzt, alle anderen könnten wieder spielen. Sanchez geht dann mal auf die Bank. Er bleibt ja auch erstmal bei uns. Ja, Mohr und Safranco, die spielen einfach mal weiter. Because why not? Ach Leute, die kenne ich doch. Die meisten Spieler kenne ich doch noch von früher. Die habe ich selbst trainiert. Das kriegen wir schon hin. Da machen wir uns gar keine Sorgen. Ich weiß doch genau, wie die spielen. Mannschaft scheint gewillt, ihr Bestes zu geben. Mittelmäßiger Platzzustand im Grundstein. 26.000, das sind schon fast 3.000 Gästefans hier. Wir steigen in den Meisterschaftskampf ein, wenn das mit der Lizenz nicht wäre. Nürnberg hat die letzten beiden Spiele verloren. Herbert Grönemeyer tippt 3-5 auf uns. Weil ich so schön aus seinen Liedern singe. In abgewandelter Version. So, De Almeida nimmt den Ball perfekt an. Flankt in den Strafraum. Kein Abseits, in Hinrich tippt die Fahne. Pferdner holt aus, lässt sich den Ball von Gebo wegspitzeln. Die wollen es mir natürlich auch zeigen. Die lachen so ein bisschen, dass ich mich hier in so ein finanzielles Nest aus Hundekot gesetzt habe. Wurden diese deutschen Wörter schon mal in der Reihenfolge öffentlich ausgesprochen? So, Pferdner ist nicht in der Lage, den Ball zu stoppen. Iredale marschiert auf die linke Strafraumecke zu, hat freie Schussbahn, zieht ab in die Wolken. So, mal wieder zu Null, aber auch keinen einzigen Torschuss abgegeben. Deswegen wird Zuba hier mal kritisiert. Er macht einen sehr entschlossenen Eindruck. Mann, jetzt will ich was sehen! Wie viel zahlt der Sponsor, wenn wir Meister werden? So, kann das auch noch was wert sein. Können wir nicht den Verein erstmal verpfänden? Almeida sieht gelb. Es ist Zeit zum Wechseln. Zuba hat sich nicht wirklich gesteigert, deswegen kommt Osimhen für ihn. 66. Minute. Safranco hatte ich auch nicht den besten Tag, deswegen kommt Dos Santos für ihn. Wollen wir uns jetzt mit Dos Santos nicht auch noch verscherzen. De Almeida gegen Thomas wird überlaufen. Auch der nächste Gegner kann ihn nicht stoppen. Nürnberg im Abstiegskampf. So, der Ball landet im Aus. Können nochmal wechseln. Bringe dem für Thomas. Seitenwechsel. Und Kalapes geht dann auch hier rüber. Der Mohr spielt schon wieder. Elfmeter für Nürnberg. In der 71. Minute Iredale gegen Ghulam. Flachschuss aufs linke Eck. Tor 1-0. Scheiße. Da haben wir ein Gegentor kassiert. Offensive Einsatz hoch. Wir haben noch Zeit. So, macht was.
Kopfball Pferdner. Gray fälscht den Ball ab an die Latte. Dos Santos stoppt am Tor. 1-1. Drittes Saisontor. Wir haben auch verdammt wenig Stürmertore, aber wir schießen ja generell nicht viele Tore. Wir bleiben offensiv und entführen zumindest einen Punkt aus Nürnberg. Negative Dopingtests. So, turbulente Schlussphase. Spiel bekommt die Note 5 schwach. Schiedsrichter Winkmann war der beste Mann. Iredale, der beste Spieler. Wir zahlen 147.000 Euro Prämie. Bleiben auf Platz 6. Und ja, am Ende des nächsten Spieltags kommt die böse Entscheidung. Wir können uns ja ungefähr denken, was uns erwartet, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Bielefeld gewinnt 1-0 gegen Mainz. Augsburg verliert 1-3 gegen Gladbach. Dortmund gewinnt 2-1 gegen Lautern. Wolfsburg spielt 1-1 gegen Düsseldorf. Union verliert 0-1 gegen Hoffenheim. Freiburg spielt 0-0 gegen Dresden. Regensburg verliert 1-2 gegen Frankfurt. Nürnberg spielt 1-1 gegen uns. Und Fürth gewinnt 2-1 gegen Bayern. Die Bayern haben einen schlechten Lauf. Gladbach Tabellenführer. Wir haben nur einen Punkt Rückstand auf Augsburg. In der Elf des Tages niemand von uns. Auch mal wieder Silas Hoffmann hier. Ja, es geht ja auch darum, ob ich entlassen werde. Das ist die zweite spannende Sache so. Ne? Ich würde ja gern bleiben, auch wenn wir absteigen sollten. Weil, eins kann ich Ihnen garantieren, wenn wir absteigen sollten, das Imperium schlägt zurück. Und wenn Sie mir das nicht glauben, dann finde ich Ihren Mangel an Glauben beklagenswert. Nicola Molina, ist das nicht unser alter Bekannter? Wechselt von Sevilla nach Trenčín. Herzl vom HSV nach Lviv. Moutinho von Sandhausen nach Limassol. Emperor und Mohr werden nochmal umworben. Ja, der Mohr, der weckt direkt Begehrlichkeiten. So. Die Woche der Wahrheit ist gekommen. Opposition, mächtig und kompetent. Ich bin auch mächtig und kompetent. Noch. 150.000 Euro verloren. Sie erhalten zurzeit keine Lizenz. 600 Euro aus der schwarzen Kasse. Alle Sparstrümpfe nochmal aufmachen hier. 3.000 Euro aus meiner eigenen Tasche. Was machen die Aktien? Beides im Plus, wenn auch nur hier 0,6%. Damit verdiene ich wohl nicht viel. 0,04%, damit verdiene ich wohl auch nicht viel. Aber damit habe ich nochmal 67.000 Euro. Die packe ich auch nochmal in die Bilanz. Ich denke nicht, dass das jetzt hier einen großen Unterschied machen wird. Wir machen nochmal ein Freundschaftsspiel. Wie viele Freundschaftsspiele kann ich machen? Machen wir ein Freundschaftsspiel gegen Meppen? Ach komm, ich habe jetzt auch keinen Bock, noch ein zweites zu machen. So, wir trainieren Standards. Mohr wird umworben. Wolfsberger AC, das ist Österreich, oder? Hannes Jochum, 17 Jahre. Gar nicht damit gerechnet, dass er hier in der Bundesliga auf einmal zum gefühlten Stammspieler wird. 410.000 Euro. Ich würde ihn ungern abgeben, aber wir wollen ausgerechnet in dieser Woche jetzt hier nicht. Wir wollen jetzt noch alles an Geld verdienen. Das geht. Herr Mohr, ich würde Sie eigentlich gerne behalten. Aber wir müssen jetzt hier nochmal ein Zeichen setzen. Auch leider unter Marktwert. 475.000 Euro wechselt er zum Wolfsberger AC in der nächsten Saison. So viele Abgänge hatte ich auch noch nie, glaube ich. Emperor wird umworben. Er ist über 14 Millionen wert. Palkin, Schachtja Donetsk, bietet 6,5 Millionen. Kann ihn jetzt aber nicht für einen halben Marktwert, weniger als halben Marktwert gehen lassen. Großes Talent, 29 Jahre. Schon viele Stationen hinter sich. Das geht nicht. Also sie müssen mir schon mindestens den halben Marktwert geben. Gut, den haben wir jetzt, aber das ist zu wenig. Millionen. Dann wären wir uns doch einig. 8,7 Millionen. Das ist ja echt kaum der halbe Marktwert. Er wechselt für 8,7 Millionen nach Schachtja Donetsk. Ja, so ruiniert man auch seinen Verein, dass man die Spieler dann alle für einen halben Preis gehen lässt. Aber wir wollen jetzt in dieser Woche nochmal echt wirklich alle Zeichen setzen, die möglich sind. Spielen gegen Meppen, die mit den wenigsten Einsätzen spielen. Machen wir hier der Torhüter-Auflauf. So machen wir das.
eine Rekordzahl an Abgängen. ...2900 Zuschauer hier gegen Meppen. Ist das mein zweitletztes Spiel als Trainer von Bayer Leverkusen? Böhnlein sieht gelb. Safranco trifft nach Vorlage Böhnlein. Würde nämlich sofort feuern. Kessler sieht gelb. So, Kessler und Böhnlein werden ausgewechselt. Miskowski kommen. Safranco kann auch Sechser spielen, das macht er jetzt einfach mal. McDade kommt rein. Und Drexler kommt mal rein. So. McDade ist mit den Kräften am Ende, aber der soll sich jetzt mal ein bisschen verausgaben. Der tut nämlich nur so, glaube ich. Hofer mit dem 1:1. Und Sanchez, wir gewinnen sogar mit den ganzen Torhütern. McDade, ja, der macht nochmal einen Assist. So schlecht kann sie nicht gegangen sein. Nicht, dass sie mich jetzt hier als Spielerquäler darstellen wollen. So, wir spielen gegen Kaiserslautern. Das könnte mein letztes Spiel sein. Ich lasse nochmal den Co-Trainer aufstellen. So, der Mohr sitzt jetzt auf der Bank nach dem Transfer. Es hat jetzt nichts mit dem Transfer zu tun. Ich will hier nochmal die Besten aufbieten und das machen, was der Co-Trainer sagt. Gegen Kaiserslautern, die stehen auf Platz 7 direkt hinter uns. Wir wollen die Champions League-Ränge erreichen, falls wir da nicht tief fallen und abstürzen. Hat man da nicht nochmal Bewährungsfrist oder so, nochmal ein paar Wochen Aufschub oder so, dass man. Ich hatte es doch schon mal, dass irgendwie die Lizenz dann doch gegeben wurde. Naja, so, holpriger Platzzustand, 26.000 Zuschauer, 3.600 Gästefans, der Support ist gut. Boris Becker tippt 3:4 auf uns und er hat wahrscheinlich wieder Haus und Hof draufgesetzt. So, gelbe Karte für Thomas. Als Leverkusener müsste man ja fast sagen, der hat wenigstens noch Haus und Hof. Nein, haben wir ja auch noch. Aber ja, finanziell sollten wir uns jetzt hier nicht über andere lustig machen. Und viel zum Lachen haben wir hier fußballerisch auch nicht, denn es ist ein sterbenslangweiliges Spiel, 0:0. Auch das Chancenverhältnis. Mein Punkt wäre hier auswärts ganz okay, aber eigentlich auch zu wenig für unsere Ansprüche. So. Oh, jetzt Wegert steht schon auf der Matte bei uns. Dos Santos trifft. Viertes Saisontor. Tietz mit dem Assist. Tietz leitet den Ball nach rechts weiter. Wie gesagt, es geht auch darum, dass ich meinen Job behalte. Zuba Richtung Eckfahne. Kein Abseits. Vujinovic flankt. Das wird gefährlich. Sarr klärt zur Ecke. Und an sich spielen wir hier eine gute Saison. Weit gekommen in der Euroleague. Und jetzt im Meisterschaftsrennen dabei. Tietz, Ruiz kann klären. Aber das kann sich schnell jetzt natürlich ändern. So, Thomas hat schon gelb. Für ihn kommt Dem. Es gibt die Seiten. Die Spieler werden den Verein ja so oder so verlassen, egal wo wir stehen. Deswegen müssten wir wahrscheinlich sowieso teilweise einen Neustart machen. So, Zuba und Kalapes tauschen die Seiten. Osimhen kommt für Kalapes. Ich sage jetzt einfach mal taktische Gründe, wie immer. So, passiert hier noch was? Ich bringe Mohr für Zuba. Edwards gegen Tietz. Der grätscht und kann den Angriff abfangen. Eckball von rechts für uns. Tietz zieht den Ball auf den Elfer. Saar wirft sich dazwischen und es gibt nochmal Eckball. Oh Mann, die Entscheidung kommt immer näher. Tietz, damit meine ich nicht den Schlusspfiff. Der Keeper hat keine Probleme. Fährtner zieht ab in die Wolken und wir gewinnen nochmal 1:0 in Kaiserslautern. Und was passiert jetzt? Einmal tief durchatmen. Wir zahlen knapp 200.000 Euro Prämie. Watkins ist der beste Spieler. Ich habe ein ganz flaues Gefühl im Magen. Schiedsrichter Arning wäre der beste Mann auf dem Platz. Spiel bekommt die 0:6 miserabel. Wir klettern auf Platz 5. Oh Mann, ich werde so nervös. Gladbach verliert 2:4 gegen Union. Düsseldorf gewinnt 2:0 gegen Nürnberg. Freiburg spielt 1:1 gegen Augsburg. Hoffenheim gewinnt 1:0 gegen Fürth. Nochmal so tun, als wäre alles normal. Kaiserslautern verliert 0:1 gegen uns. Bayern verliert 1:2 gegen Bielefeld. Mainz verliert 0:2 gegen Regensburg. Frankfurt gewinnt 1:0 gegen Wolfsburg. Dresden gewinnt 3:2 gegen Dortmund. So, wir haben nur 4 Punkte Rückstand auf Platz 1. Wir können Deutscher Meister werden. 1 Punkt Rückstand auf Platz 4. Klassenerhalt haben wir fast sicher. Noch nicht ganz, aber wenn wir jetzt nicht ganz tief fallen. Dortmund steht aktuell auf Platz 18 in der 11 des Tages. Brian Watkins. Bezüglich der Lizenz
erlauben wir uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir diese hiermit verweigern, dass diese hiermit verweigert wird. Ich hab's ja kommen sehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn unser Manager sicherlich in der Öffentlichkeit einen hervorragenden Ruf genießt, werden wir in Zukunft ohne ihn auskommen müssen. Er scheint nicht zu diesem Verein zu passen, ich glaube, so kann man es sagen. Und von daher wurde er gefeuert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie solche Worte benutzen. Deswegen wurde er gefeuert. Kann ich was dafür, dass der Verein hier in die finanzielle Misere geführt wurde? Ich habe hier noch versucht, das Beste zu tun. Schön, dass Sie es mir danken. Geben Sie mir die Abfindung und lecken Sie mich. Ja, ärgerlich. Ärgerlich. Mal wieder darf ich nach einem Jahr einen neuen Verein suchen. Aber nach so vielen Folgen erlebt man immer wieder neue Konstellationen. Und Leverkusen, bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob wir im... Ja, meine. Wir haben einen aufregenden Ritt in der Euroleague gehabt. Aber der Imperator kann mich jetzt mal... Aber direkt interessante Angebote hier. Viktoria Köln, Schalke, Stuttgart. Stuttgart spielt allerdings in der Regionalliga. Viktoria Köln spielt auch in der Regionalliga. Schalke spielt in der zweiten Liga. Schalke möchte oben mitspielen. 12. Platz. Stuttgart möchte oben mitspielen. 7. Platz. Köln möchte aufsteigen. Da wäre noch ein konkretes, aktuelles Ziel. Schalke bietet aber fast das Vierfache an Gehalt. Ich bin ja kein großer Freund vom FC Schalke, aber gucken Sie sich mal diesen Kader an. Der ist ja fast so gut wie der von Leverkusen. Mit der Ausnahme, dass sie keine guten Stürmer haben. Nicht viele gute Stürmer haben. Das ist ein verdammt guter Kader. Aufsteigen werden die nicht mehr können, aber... Ja. Jeder ist käuflich. Und es ist ja auch irgendwo attraktiv, auch wenn ich Schalke eigentlich nicht leiden kann. Das haben sie nicht gehört, wenn sie Schalke-Fans sind. Die... Psst. Nicht zuhören, bitte. So. If you wanna be with me, Schalke, there's a price to pay. I'm a genie in a bottle, you're gonna rub me the right way. Dann würde ich auch sofort weiterarbeiten. Von Vizekusen zum Verein, der eine relativ ähnliche Bilanz aufzuweisen hat. Ein Jammerlappen, ich weiß nicht, ob er uns helfen kann. Das sagt gerade jemand vom FC Schalke. Meint ein Spieler, der nicht genannt werden möchte. Popa verlässt direkt Schalke, geht nach Celtic Glasgow. Mohr und Emperor verlassen Leverkusen, gehen nach Wolfsburg und Donetsk. Meier geht vom HSV nach Freiburg. El Yamik von Amiens nach Kassel. Ja, es fühlt sich doch hier gefühlt normal an. Ich kann direkt weiter hier Transfers vorlesen und ich kann auch direkt weiterarbeiten. Fliegender Wechsel hier. Schalke hat nämlich den Klassenerhalt noch nicht sicher. Aufsteigen können wir, ja, theoretisch, rechnerisch ist es noch nicht ganz auszuschließen, aber auch eigentlich nicht mehr realistisch schaffbar. Wir kommen auch aus der Bundesliga. Müssen hier noch den Klassenerhalt klarstellen. Ja, Schulz ist zurück in der zweiten Liga, aber ich verdiene relativ gutes Geld. Und die Seitenhiebe gegen Schalke lasse ich jetzt auch sein. Aber die haben ja gerade damit angefangen, nennen mich hier Weichei, Jammerlappen. Weichei werde ich jetzt hier genannt. Der Vorstand ist mir auch nicht direkt wohlgesonnen. Ich habe bis Ende der kommenden Saison Vertrag. Leverkusen auf Platz 18. Ja gut, ich hatte fast ein Jahr Zeit, um es zu verhindern. Habe es nicht geschafft, das muss ich mir auch ankreiden lassen. War da vielleicht auch ein bisschen zu lahmarschig. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr, liebe Leverkusener, in der zweiten Liga. Dortmund und Nürnberg, wenn die noch dazukommen. Nürnberg hat Fanfreundschaft mit Schalke. Dortmund hat andere Fanfreundschaft mit Schalke. Ja. Wie sieht es denn hier finanziell aus? Ja, Schalke, 50 Millionen. Wunderbar. Stärketechnisch, wo stehen wir denn? Wir sind die deutlich stärkste Mannschaft der Liga.
Sage ich ja, der Kader sieht hier ziemlich stark aus. Man gucke sich das mal an hier. 12, 12, 12, 11, 11, 11. Das ist eine gute Auswahl. Ja, auch hier super viele junge Leute. Meine Güte, das ist ja ehrlich. Kopecz. Sogar alte Bekannte hier. Henrique Kopecz, 22 Jahre ist er erst. Damals von Dresden gekommen. Stärke 10 aus der Schulz-Jugend. Alte Bekannte trifft man hier sogar. Ah, es ist die Allergie gegen Gelsenkirchen, aber da lasse ich mir jetzt was gegen verschreiben. So, Herr Doktor. Und ja, die Ereignisse haben sich in diesem Part überschlagen. Ich sage, blau und weiß ein Leben lang. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.